Auftaktwochenende insofern erfolgreich, dass es einfach für mich von vornherein die große Frage war, kriegen wir das hin in der Zeit mit den vielen Leuten, unterschiedlichen Charakteren, unterschiedlichen Branchenteilen und so weiter und so fort, aus einer wahnsinnig heterogenen Gruppe hier am Ende was zu präsentieren, wo sich die Leute wiederfinden. Es soll einfach so sein, dass sie beim nächsten Mal gerne wiederkommen, damit man auch ein bisschen Zeit gewinnt, um an einem Projekt zu arbeiten. Es nützt ja überhaupt nichts, wenn wir hier ein Auftaktwochenende haben und danach sagt die Hälfte, war ganz cool, ich habe tolle Leute getroffen, aber ich bin nicht mehr dabei, weil. Von daher, wir haben, ich glaube, fast alle extrem gut mitgenommen und es macht für mich insofern Sinn, weil es einfach jetzt perspektivisch an den Sachen weitergearbeitet werden kann. Also höchst zufrieden, es war ein sehr spannendes Wochenende mit sehr spannenden Projekten. Jetzt wartet sehr viel Arbeit auf uns und der nächste Meilenstein wird auf jeden Fall das Buchcamp sein im Mai, Anfang Mai. Und da werden wir schon erste konkrete Ergebnisse, zumindest aus einigen Gruppen, schon sehen und uns gegenseitig nochmal treffen, austauschen und die Ideen weiter spinnen, die wir bislang angefangen haben. Die Projekte sind sehr spannend. Der Nutzen wird allein schon darin bestehen, sich darüber Gedanken zu machen, konkret zu formulieren, wo die Anforderungen liegen und sie zu beschreiben. Und im Austausch mit vielen anderen weiter daran zu denken, wie Lösungen aussehen können. In dem halben Jahr wird man nicht dazu kommen können, einen richtig fertigen Prototypen zu haben, der sofort nutzbar ist. Das wäre illusorisch. Aber die Gedanken schon weiterzutreiben, das erfolgt. Also das Auftragswochenende fand ich interessant, spannend. Ich bin ein bisschen noch nicht so davon überzeugt, dass die Projekte, die da jetzt herausgekommen sind, auch wirklich realisierbar sind. Es gibt 2, 3 Projekte dabei, die sehr realisierbar sind. Die anderen scheinen mir zu wenig konkret zu sein. Gut war, dass wir so offen miteinander umgegangen sind und dass in der großen Gruppe das so schnell miteinander funktioniert hat. Vielleicht war meine Erwartung, dass es mehr realisierbare Projekte gibt, vielleicht war die überzogen. Die Sache mit dem Konkretwerden sehe ich so nicht. Also ich denke, dass alle Leute, die hier sind, sich schlaue Gedanken gemacht haben und wenn irgendwie schon mal 3 oder 4 in der Gruppe der Meinung sind, da ist was dran, dann glaube ich nicht, dass man es für Schwachsinn abtun kann, sondern da muss man einfach gucken, hier ist die lange Leine, ihr habt ein halbes Jahr Zeit und wenn ihr nicht drüber nachdenkt, macht es keiner. Also irgendwer muss sich den Kopf machen und ich habe keine Lust, wenn dann Leute aufstehen und sagen, das war blöd und habt da und da drüber nachgedacht und so. Und das, also diese Anti-Haltung per se, ich finde, dass dem gebührt Respekt und wer sich die Mühe ans Bein bindet, drüber nachzudenken, wie man einen monopolistischen Riesen irgendwie ein bisschen entschärfen kann, der hat Respekt und Anerkennung verdient und Unterstützung. Und ich hoffe, das wird sich drehen. Also ich will einfach, dass wir uns in 6 Monaten wieder treffen und dass die dann wahnsinnigen Applaus kriegen, die sich heute die Mühe machen, sehr visionär zu denken, auch wenn es momentan unrealistisch erscheint.